Herzlich willkommen zu den heutigen Smart Talks. Mein Name ist Sascha Götz, ich bin Programmleiter im Smart City in Bamberg und freue mich sehr, Sie heute zu begrüßen zur ersten tatsächlichen Folge von unserer Reihe Smart Talks, die wir zusammen mit der Volkshochschule Bamberg-Stadt organisieren. Die Stadtverwaltung Bamberg hat ja das Programm Smart City aufgelegt und das Budget dafür vom Bundesministerium des Inneren bekommen und die Volkshochschule ist einer unserer wichtigen Partner und wir haben uns vorgenommen, das Thema Smart City Akademie, Kompetenzaufbau, Wissensaustausch, aber auch Gesprächsformate zu entwickeln. Wir hatten eigentlich vor, am 13. November die erste Diskussionsveranstaltung zum Thema Bürgerbeteiligung zu machen, aber Bürgerbeteiligung findet jetzt im März am Ende unseres Semesters. Die Volkshochschule arbeitet ja auch in Semestern, so wie die Universität auch. Wir werden also das Thema Bürgerbeteiligung ans Ende des Semesters stellen und sind heute tatsächlich mit dem Thema digitaler Zwilling am Start. Und ich freue mich über Ihr reges Interesse und wir werden heute Folgendes machen. Wir haben unsere Clusterpatin gewonnen. Das Programm Smart City der Stadt Bamberg ist in 6 Clustern organisiert und das erste Cluster, was immer oben genannt wird, ist das Cluster Welterbe, Schrägstrich digitaler Zwilling. Clusterpatin, das heißt diejenige, die Verantwortung trägt für die inhaltliche Entwicklung von diesem Cluster, von diesem Bereich, diesem Themenbündel im Programm Smart City, ist Patricia Albert, die Chefin des Welterbezentrums in Bamberg. Und wir haben dem Welterbezentrum zu danken, als Stadt Bamberg insgesamt, aber auch als Bambergerinnen und Bamberger insgesamt, weil die Idee, das Welterbe ins Zentrum unseres Antrags zu stellen, hat uns vielleicht die Punkte in der Bewertung durch die Jury gegeben, die nachher diese 17,5 Millionen Euro nach Bamberg gelenkt haben. Viele Städte haben Verkehrsprojekte, irgendwelche Mobilitäts-Apps, wie wir das übrigens auch haben, haben auch Datenplattformen, wie wir das auch haben und haben auch Sensorprojekte, wie wir das auch haben im Programm, um die Stadt Bamberg, um ihre jeweilige Stadt zu einer Smart City zu machen und die Lebensqualität mit digitalen Mitteln zu erhöhen. Aber nur Bamberg ist eben auf den Trichter gekommen zu sagen, wir wollen ein smartes Welterbe haben. Wir wollen ein smartes Welterbe sein. Das heißt, wir wollen den tiefen Griff in die Geschichte, in unsere historische Substanz, die wir in Bamberg haben, wollen wir mit digitalen Mitteln noch präsenter machen, noch erlebbarer machen und wollen deswegen dieses Thema historische Substanz, historische Realität und historische Gegenwart auch in Bamberg, weil ja auch das immaterielle Kulturerbe, unsere Gärtnerkultur und vieles andere zum Welterbe dazugehört. Das soll bei uns im Mittelpunkt sein. Und deswegen unter anderem haben wir dieses wunderbare Budget gewonnen und konnten jetzt mit Bürgerbeteiligung beginnen. Und wir wollen heute von unserer Clusterpatin Patricia Albert wissen, wie kann man denn mit einem digitalen Zwilling das Welterbe repräsentieren und was ist der Nutzen und der Inhalt von so einem digitalen Zwilling? Was ist ein digitaler Zwilling überhaupt, technisch und kulturell und für uns in Bamberg? Patricia, das Mikro ist offen für dich. Bitte präsentiere uns, was wir da vorhaben, was das Zentrum Welterbe dort uns mitbringt und danach werden wir dann die Diskussion eröffnen. Und noch ein Hinweis, die Diskussion, auch der Vortrag wird aufgezeichnet. Wir werden nachher, wenn wir in die große Runde gehen, werden wir die Aufzeichnung beenden, sodass dann jeder auch, der in die Diskussion eingreift, weiß, er ist jetzt nicht gleich im World Wide Web gestreamt, beziehungsweise er wird nachher in der Aufzeichnung, die auf der Webseite dann nachzuhören und nachzuschauen ist, wird er dann auch nicht entscheiden. Im Moment läuft die Aufzeichnung und das Mikrofon ist offen für Patricia Albert. Bitteschön.
Vielen herzlichen Dank, Sascha, und einen schönen guten Abend in die Runde. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute Abend teilzunehmen, trotz der geschäftigen Vorweihnachtszeit. Digitale Welterbestadt Bamberg, was ist eigentlich ein digitaler Zwilling? Das ist das Thema heute, um uns in dem ganzen Smart City Projekt nochmal zu verorten. Hallo? Ja, jetzt möchte ich nochmal den Überblick zeigen. Sascha Götz hat es ja gerade erzählt. Das Welterbe ist ein Cluster von insgesamt 6. Das heißt, heute Abend widmen wir uns nur der Ecke oben links. Die anderen Cluster werden an anderen Terminen näher ausgeleuchtet. Ganz wichtig ist beim Thema digitaler Zwilling, dass wir nicht von Null anfangen. Ganz im Gegenteil. Unser Stadtplanungsamt im Baureferat hat schon seit 2001 ein 3D-Stadtmodell, wenn auch noch nicht so ausgefeilt, aber das kam uns in der Vergangenheit schon häufig zugute. Nicht zuletzt 2005, 2006, als wir den Gestaltungswettbewerb auf den unteren Mühlen zu einer möglichen Neubebauung hatten, der dann aber im Sande verlaufen ist, weil aufgrund dieser digitalen Simulierung des Neubaus auf dieser Spundinsel mitten im Herzen Bambergs, hat man sich doch deutlich dagegen entschieden, insbesondere die Bamberger Bevölkerung hier baulich tätig zu werden, so dass wir dann gut 10 Jahre später die Chance hatten, mit dem Zentrum Welterbe auf dieses Fleckchen Bamberg als Mieter dann einzuziehen, mit einem etwas verträglicheren Bau im Herzen der Welterbestadt. Ich bin noch etwas mit der Richtung am Rudern, aber am späten Abend hier klappt das jetzt auch. Wo das 3D-Stadtmodell auch zum Einsatz kam, war bei der Erweiterung der Otto-Friedrich-Universität 2019, 11, 12 mit den neuen Lehrgebäuden, mit der Mensa. Und auch da wurde vorab im digitalen Raum simuliert, wie passt sich das da an, wie geht das Hand in Hand mit der historischen Bausubstanz, die da um Umgriff sich befindet. Und man kann mit diesen 3D-Daten nicht nur virtuell simulieren, man kann auch damit basteln. Hier ein Bild des Kollegen Carlo Schramm aus dem Stadtplanungsamt, der 2006 auf der CeBIT in Hannover einen auf den 3D-basierenden Bastelbogen mitgenommen hat, hier mit dem ehemaligen Staatsminister Erwin Huber. Aber auch bei uns vor Ort werden diese Daten gerne genutzt. Und zwar bei den Stadtmodellen, die vor Schloss Geierswörth stehen, die aber auch beim Alten Rathaus stehen. Die wurden produziert anhand der vorhandenen 3D-Daten, jeweils mit finanzieller Förderung der Rotarier bzw. der Lions bei dem anderen Modell. Und die Uni hat diese Daten dann 2009 bis 2014 in die vierte Dimension erweitert mit dem 4D-Stadtmodell mit einem Zeitschnitt um 1300, wo Herr Professor Breitling mit seinen Studierenden dargestellt hat, was wissenschaftlich fundiert um 1300 in Bamberg schon vorhanden war und das dann in den digitalen Raum gebracht hat. Das Ganze war 2014 auf der MS Wissenschaft, dem Schiff, was jeden Sommer durch Deutschland fährt, präsentiert zusammen mit anderen Projekten. Auch das Zentrum Welterbe hat die Digitalisierung intensiv oder die Möglichkeiten der Digitalisierung intensiv genutzt in den letzten 24 Monaten aufgrund von Corona. Wir haben beispielsweise mit Hilfe der Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim unsere Ausstellung digitalisiert. Wir haben jetzt einen digitalen Rundgang, wo man auch von anderen Orten schauen kann, wie sieht es denn aus im Zentrum Welterbe, was gibt es dort zu sehen. Aber einige Stationen sind natürlich trotzdem nur vor Ort
nutzbar. Wir wollen ja auch noch einen Anreiz belassen, uns in Bamberg auf den unteren Mühlen zu besuchen. Und ganz besonders bei den Kindern beliebt sind die interaktiven Stationen, also das Gaming, was wir in der Ausstellung nutzen, und wo man dann beispielsweise auf einem digitalen Pflanzenbeet Zwiebeln anbauen kann, oder ein ganz tolles Projekt, wo wir eine Zusammenarbeit haben mit der Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg und mit dem Landesdenkmalamt, mit der Plattform Denkmal-Bamberg, wo die Schutzgemeinschaft Informationen aus dem Bamberger Denkmalinventar eingespeist hat in einen georeferenzierten Stadtplan, also was wirklich einen Mehrwert schafft, nicht nur für Bamberger und Bambergerinnen, sondern auch für Gäste der Stadt. Aber zurück zu unserer Ausgangsfrage. Was ist eigentlich ein digitaler Zwilling? Ein digitaler Zwilling ist eine digitale Repräsentanz eines materiellen oder immateriellen Objektes aus der realen Welt in der digitalen Welt. Das kann einerseits Anschauungszwecken dienen, wie hier das Beispiel zeigt. Das ist eine Ausstellung der Staatsbibliothek Bamberg auf Google Arts und Culture. Das kann Planungszwecken dienen, wie bei dem Gestaltungswettbewerb auf den unteren Mühlen seitens des Stadtplanungsamts. Oder es kann Dienstleistungszwecken dienen. Denken wir an unser Navi im Auto. Da ist beispielsweise eine Dienstleistung, dass ich nach der nächstgelegenen Tankstelle suchen kann. Welche Datentypologien nutzen wir zur Anreicherung des digitalen Zwillings? Da gibt es die fotogrammetrischen Aufnahmen, natürlich kartografische Daten, GIS-Daten, zum Beispiel aus dem Denkmalatlas Bayern. Statistische Daten kann man so einem Zwilling hinterfüttern. Sensordaten, um Echtzeitinformationen einzuspeisen. Dann noch Webdienste, zum Beispiel könnte man einen Veranstaltungskalender hinterlegen oder Cloud-Dienste, wie zum Beispiel Videos oder digitale Bilderbücher, die man da verknüpfen kann. Die Datenquellen sind vielfältig. Natürlich liegen viele Daten bei der Stadt Bamberg, aber auch bei der Universität Bamberg, die ein ganz, ganz wichtiger Partner ist in diesem Programm. Daten liegen beim Freistaat Bayern oder einfach frei verfügbar im Internet, beziehungsweise können noch frisch zusätzlich erfasst werden über Sensoren im Stadtraum. So, wie sieht das Ganze dann in der Praxis aus? Ich habe einerseits die digitale Oberfläche von Bamberg und speise dann ein historische Informationen, kulturelle Informationen, grafische Informationen, Verkehrsinformationen. Ich kann Hilfen bieten zur Barrierereduzierung für Menschen mit Einschränkungen. Ich kann Musik verknüpfen, Videos verknüpfen und vieles andere mehr. Und wie es der Plan ist des TKS. Wir können Sensoren im Stadtraum platzieren, um Besucherströme zu messen. Das kann dazu dienen, dass Gästeführern oder auch Gästen alternative Routen durchs Welterbe angeboten werden, wenn diese Sensoren merken, die Strecke vom alten Rathaus zum Dom ist komplett verstopft, da geht gar nichts mehr. Und dann kann man damit unterschiedliche Wegeführungen anzeigen lassen. Oder man kann historische Informationen anreichern, als extra Schicht sozusagen in diesen digitalen Zwilling einfügen, wie hier zum Adlerbrunnen in der Karolinenstraße. Oder wenn wir uns jetzt nicht so sehr um das Denkmal kümmern, aber mehr um seine Funktion, können wir Informationen eingeben, wo ich im Sommer, momentan interessiert uns das vielleicht weniger, aber wo ich im Sommer meine Trinkflasche frisch auffüllen kann. Das kann man als Netz über diesen Stadtplan ziehen. Das kann der Adlerbrunnen nämlich auch. Oder für die Fahrradfahrer in der Runde, man kann sich anzeigen oder könnte sich anzeigen lassen, das ist ja alles noch nicht entschieden, man könnte sich anzeigen lassen, wo der nächste Fahrradstellplatz ist.
Oder im Bereich der Kunst, gerade jetzt in den letzten 2 Jahren, ist ja im Kunst- und Kulturbereich ganz viel ins Netz verschoben aufgrund der Pandemie. Und da kam die Idee auf, dass wir zu den Skulpturen im Stadtraum Informationen aufbereiten und als Informationsschicht in den digitalen Zwilling einweben, wie hier zum Mitorei an der oberen Brücke. Jedes Jahr haben wir den Tag des offenen Welterbes und da erleben wir wieder, wie neugierig die Leute sind, auch hinter die Fassaden zu schauen, auch in Häuser reinzusehen, die meistens ja in Privatbesitz ist. Und das hat uns auf die Idee gebracht, dass wir auch 3D-Aufnahmen oder 360-Grad-Aufnahmen von einigen Gebäuden zeigen oder Hinterhöfen. Da würde sich beispielsweise das Palais Bibra und das barocke Treppenhaus dort anbieten. Auch das ist eine Möglichkeit. Oder zu den Stolpersteinen in der Stadt. Da könnte man Zeitzeugeninterviews und Informationen hinterlegen. Und einfach den Bereich Augmented Reality ausbauen mit Aufnahmen aus Archiven von den Gebäuden der Stadt, von Plätzen, von Straßen, weil das einfach immer wieder fasziniert, wenn man das mal vor die Realität legt, wie groß der Unterschied ist und wie viel sich da auch getan hat über die Jahrzehnte, teilweise über die Jahrhunderte. Und eine Anfrage, die uns heute erreicht hat, man kann im Stadtraum nicht nur Sensoren anbringen, sondern auch sogenannte Beacons. Das sind drahtlose Sender, die dann standortbezogene Informationen direkt übertragen können. Und da hat uns gerade eine Firma kontaktiert, die würde gerne an die sogenannten touristischen Unterrichtungstafeln, also diese braunen Schilder an der Autobahn, solche Beacons anbringen, damit jeder, der vorbeifährt, dann Informationen auf sein Handy bekommt, was sich denn hinter dieser Tafel, hinter diesem Ort verbirgt. Und um das Ganze dann auch noch national und international einzubetten, habe ich heute Abend auch noch einen Ausschnitt aus dem Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP mitgebracht. Und zwar steht dort zum Thema Nachhaltigkeit in der Digitalisierung: Wir wollen die Potenziale der Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit nutzen. Durch die Förderung digitaler Zwillinge helfen wir, den Verbrauch an Ressourcen zu reduzieren. Also auch da gibt es Vorteile, die sich aus dem digitalen Zwilling ergeben. Und noch eine Ebene größer gedacht, ganz frisch die Empfehlung der Europäischen Union für einen gemeinsamen europäischen Datenraum für das Kulturerbe vom 10. November. Und zwar hat sich die Europäische Kommission auf die Europeaner-Strategie bezogen, die die Einrichtung des Kulturerbes befähigen und stärken will in ihrem digitalen Wandel. Und die Strategie sieht vor, dass bis 2025 40% des Kulturerbes in den europäischen Staaten digitalisiert sind und bis 2030 alle gefährdeten Kulturerbestätten digitalisiert sind und die Hälfte der physisch meistbesuchten Denkmäler, Gebäude und Stätten des Kulturerbes. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass das Welterbe da dazugehört. Wobei bei Flächendenkmälern oder bei großen Welterbestätten stellt sich natürlich die Frage, muss ich dann Ankergebäude identifizieren? Oder soll man da wirklich komplett alles digitalisieren? Das steht noch zur Debatte. Und was sagt die Europäische Kommission noch? Sie sagt, digitale Zwillinge und Erdbeobachtungstechnik können von entscheidender Bedeutung sein, wenn es darum geht, die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen und die präventive Erhaltung von Denkmälern, Gebäuden und Stätten des Kulturerbes zu unterstützen.
Und da ist es ganz besonders erfreulich, dass wir einen großartigen Partner mit der Universität Bamberg haben. Denn dort haben wir natürlich die Frau Professor Niklas, aber wir haben auch das KDWT mit dem Lehrstuhl für Denkmaltechnologien. Und das sind einfach ganz wichtige Kooperationspartner bei diesen nächsten Schritten, die nicht nur viel können benötigen, sondern eben auch viel Wissen, und das ist dort verankert. So, das jetzt in aller Kürze vorab, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Natürlich nicht ohne den Hinweis auf die Webseiten einerseits, zu Smart City, aber auch für diejenigen, die direkt mitgestalten wollen und mitdiskutieren wollen, abseits von der heutigen Veranstaltung, die Seite bamberg-gestalten.de. Und damit zurück zu dir, Sascha. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war sehr dicht und das waren sehr viele Möglichkeiten. Also wir werden ja an jeder einzelnen Stelle schon die Frage, wo sind die Fahrradbügel und wie findet man sie dann auf in einem digitalen Zwilling, ist ja spannend und nutzbringend. Und die Frage, wenn ein Feuerwehrmann im Einsatz wissen will, wo seine nächsten Hydranten sind, die ist unter Umständen auch spannend. Aber der möchte sich natürlich nicht durch ein aufwendig gestaltetes Portal durchklicken, sondern braucht eigentlich auf einem Knopfdruck die Informationen, die er hat. Was glaubst du denn, wer werden, wenn wir planen ja nicht alles auf einmal zu machen, sondern wir werden erstmal im Rahmen, wir sind ja in der Mitte jetzt von unserer zweijährigen Strategieentwicklungsphase und wollen ein bisschen was schon zeigen, vorzeigbar machen von diesen Möglichkeiten des digitalen Zwillings. Und die Karolinenstraße, die vom Dom runter dann zum alten Rathaus führt, die wollen wir da auch mal unter die Lupe nehmen und mal vorbildhaft sozusagen digitalisieren und daran auch zeigen, was alles möglich ist. Wenn das mal steht und wenn auch ein bisschen mehr davon steht, wer glaubst du, wird in Bamberg die erste oder die zweite, die dritte Gruppe sein, die sich dran macht, diesen digitalen Zwilling auch zu nutzen? Naja, ich glaube, die allererste Gruppe werden diejenigen sein, die jetzt schon bei der Gestaltung aktiv mitwirken, weil die einfach gespannt sind, was ist denn dabei rausgekommen. Aber letzten Endes werden ganz viele Bambergerinnen und Bamberger den digitalen Zwilling nutzen. Ob sie jetzt ein digitales Endgerät haben oder nicht, spielt da gar keine Rolle. Denn auch durch die Simulation von Stadtentwicklung profitiert ja jeder von diesem digitalen Zwilling. Aber wer dann für sich selber diesen Mehrwert an Informationen nutzt, wird, denke ich, recht schnell davon begeistert sein und da auch noch tiefer graben, was denn der digitale Zwilling alles hergibt. Insofern ist meine Einschätzung, jeder, der seine Stadt Bamberg liebt, wird den digitalen Zwilling nutzen.